Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Wenn ihr neu seid, könnt ihr uns gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wir würden uns freuen. Ja, Klemmziller oder Klemmi war wieder unterwegs und hat das neue Spider-Man-Heft von Blue Ocean mitgebracht. Mit einer Tüte und einer Sonder-Dingsbums. Ja, dann wollen wir mal gucken. Festgeklebt. Also wenn die Tüte einer klaut, das merkt er an der Kasse. Der hat nämlich den Gummi nämlich über die Fresse. Ich mach das jetzt schnell ab. So, bitteschön, der Herr. Danke. Der hat viele Arbeit, deswegen wirst du auch länger brauchen. Und dann hier die Sondertrading-Card. Auch gut festgepackt. Haben wir natürlich wieder ein Stück vom Heft rausgerissen. Ach, ich finde das klasse. Alles draußen. Da sind wir gespannt, was fehlt. Die Figur selbst. Ja. So sieht die Heft aus, wenn nichts drauf. Ja. Sieht an für sich sehr gut aus, bis auf hier das. Naja, müssen wir halt mitleben. So, was ist jetzt? Gut. Inhaltsverzeichnis über die Lego-Sets, über die neuen von City, die Werbung. Dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis und hier ein Extra, und zwar Doc Ock. Wie er leibt und lebt. Hier auch der Zusammenbau. Mal sehen, ob das hier unser Kleminator hinkriegt. Dann gleich hier schon ein paar Missionen. Und weiter Missionen. Dann die Werbung hier für Dreams von Blue Ocean für die Hefte. Und der Comic geht los. Zeichnungen wie immer sonst ganz toll gefallen mir. Als Comic-Zeichnung sind die hier klasse. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts zu maulen. Zumindest nicht von meiner Seite. Nö. Hobgoblin. Ah ja. Hobgoblin. Ich habe schon lange keine aktuellen Spider-Man-Hefte gelesen. So, dann haben wir hier unser Poster. Sehr schön. Und jetzt das Poster innen drin. Ja, wir sind hungrig. Bin ich auch meistens. Dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends. So, dann. Ja. Werbung für die Minecraft-Hefte von Blue Ocean. Und hier haben wir ein Spiel. Das sieht ganz toll aus. Also das ist mal was ganz anderes als Spiel in den Heften. Sieht fast aus wie Donkey Kong oder so. Ja, ne? Donkey Kong im Flachen, im 2D. So, und der zweite Teil vom Comic. Auch die Dings gut eingefangen, die Atmosphäre gut eingefangen. Ja, finde ich gut. Und hier ist das Ende des Comics. Dann haben wir hier noch eine Mission, also ein Spiel, ein Rätsel. Dann wieder die obligatorische Umfrage. Und für die Jurassic World von Lego, die Hefte von Blue Ocean, die Werbung. Was ist denn da drin? Ein Saurier mit einem beleuchteten Ei. Es leuchtet nicht, um Gottes Willen. So, und dann auf der letzten Seite für die Hefte von Avenger, von Blue Ocean, die Werbung. Und dann kommen wir zur Vorschau.
Hier sind die Auflösungen der einzelnen Missionen und Rätsel. So, wen haben wir denn da jetzt drin? Ein Powershooter mit coolem Seil. Miles Morales. Ja, wir sind unterbrochen worden durch Kundentelefon. Wie gesagt, Miles Morales ist beim nächsten Mal drin. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob der schon mal drin war. Würde mich interessieren. Denn durch die vielen Hefte und Figuren verliert man leicht den Überblick. Ja. So, das Wichtigste, das ist die Nummer 7, kostet 4,99. Und ich würde sagen, Doc Ock, 100%ige Kaufempfehlung von mir. Weil das ist eine schöne Figur. So, es sind auch gut gelöst. Teile, genau. So, ich werde jetzt mal hier auf den Teil dran drauf knocken. Ich werde versuchen, sie zu euch zu zeigen. Den Arm, klasse gemacht. Ja, ist okay. Gefällt mir. Hinten drauf ist auch eine Bedruckung. Wenn man das Ding abnimmt, kann man die Anschlüsse sehen, wo die Arme dran sind. Wendegesicht. Schöne Figur. Und die Arme sind wirklich gut beweglich. Kann man schön einstellen, wie man es braucht. Also mit einem Wort, man kann sogar mit der Figur spielen. Ja. Kann sie schön an Wänden festmachen oder an irgendwelchen Gittern hochkrabbeln lassen. Ja. Zum Bleistift, Beispiel. Coole Figur. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr unser Doc Ock schon mal in der Tüte war. Und ob Miles Morales schon da war. Das wird mich sehr interessieren. Was empfiehlst du? Also absolute Kaufempfehlung. Gut. Für 4,99 ist das super. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja. Und wir verabschieden uns mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.